Zu allem Unheil, was wir dieses Jahr schon hatten, kam es dann während des letzten starken Regens plötzlich. Ich gucke Fernsehen, es macht Peng in meinem Fernseher. Ich denke, was ist jetzt los? Peng nochmal. Und ich so, hallo, renn also hin, um das Ding vom Strom zu nehmen und nochmal Peng. Ja, gelernter Elektroniker. Vermute ich mal, es sind drei Kondensatoren im Netzteil hochgegangen durch Überspannung. Wenn es hier regnet, dann passiert das ja relativ schnell, dass die Spannungsschwankungen überhand nehmen. Ja, es ist ein 3 Jahre alter Extreme, 65 Zoll großer Fernseher. Und die Frage ist natürlich jetzt, was kostet mich das? Gott sei Dank hat Extreme ein Service Center direkt hier in der Nähe in Labangon. Und da fahre ich dann jetzt einfach mal hin, um zu gucken, was das kostet und wie lange das wohl dauern wird. Und jetzt transportieren wir den 65 Zoll Fernseher dahin. Gott sei Dank habe ich ein großes Auto, Matratze hinten rein und dann den Fernseher da drauf. Mit Habal Habal wäre das wohl etwas schwierig. Und dann haben wir festgestellt, Fast ist nach Mambaling umgezogen. Die befinden sich jetzt gegenüber der BDO hier in Mambaling, also direkt am Underpass, an der Unterführung. Da hinten geht es nach Shopwise und da kommt man eben aus Cebu City, wenn man nach Mambaling fährt. Da ist die BDO. Und hier ist halt Fast Electronics und da gehen wir jetzt rein und schauen uns mal an, was es kostet. Für den Check-up bezahle ich 300 Peso, also 6 Euro etwa. Und dann werden die mir morgen durchgeben, was defekt ist und was es kosten wird. Also wenn ich Glück habe, kostet es nicht so viel. Wenn ich Pech habe, kostet es ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Ja, gerade Anruf gekriegt, Fernseher ist repariert und da die morgen eben Feiertag haben, ist ja Weihnachten morgen, 24. Say hello to the neighbors, girls. Hi, you are on YouTube. Fahren wir jetzt natürlich schnell den abholen. Das kostet auch nur 2600 Peso, sagt er. Also wahrscheinlich wirklich nur die Kondensatoren geblown. Ursache war ein durchgebrannter, ja, ein Ausschalter. Der hat 250 Volt, 10 Ampere und hat sogar ein VDE-Zeichen drauf, aber naja, Überspannung wahrscheinlich durch den starken Regen in den vergangenen Tagen. Der Techniker musste zum Lieferanten fahren, um eben den exakt gleichen Schalter zu kaufen. Von daher ist ein Tag Reparaturzeit dafür auch okay. Im Endeffekt hat es 50 Euro gekostet, 2650 Peso eben nur. Und es beweist mir auch, was ich in den letzten 6 Jahren immer wieder festgestellt habe, dass du wirst als Ausländer über den Tisch gezogen und die wollen nur Geld mit dir machen. Das stimmt in den wenigsten Fällen. Sicher, das kommt vor, aber das sind dann wirklich die Ausnahmen. Die normalen Händler, die haben ihre Preise und die gelten eben für Filipinos und für Ausländer gleich. Und der Service hier war wirklich top. Innerhalb von eben 2 Tagen, kann man sagen, ist der Fernseher wieder repariert worden und Gott sei Dank auch nahegelegen zu uns hier in Cebu Mambaling. Ja, ich hoffe, ich kann euch mit meinen Videos eben auch helfen, vernünftige Händler und solche Serviceleistungen zu finden. Aber im Grunde, Google ist dein Freund, sage ich immer, denn auf Google findet man die Adressen. Oder eben bei mir hier auf dem Kanal. Kommt also in Zukunft wieder für mehr informative Videos. Tschüss!